Boys und willkommen hier zum nächsten Blind Draft auf meinem Kanal. Und heute habe ich natürlich wieder 11 Tütchen am Start, Leute. Und heute gibt es auch eine neue Regel, das heißt, ich spiele ja meistens, also ich sage die Formation ja immer vorher, heute spielen wir in einem 4-3-3. Das wird heute auch wieder so sein, 4-3-3 wird heute die Formation sein. Aber das erste Tütchen bedeutet nicht gleichzeitig, dass hier der Keeper ist, sondern das ist halt einfach zu schwer, sondern ich werde jetzt die 11 Tütchen öffnen, werde immer blind halt einen Spieler herausgreifen und dann darf ich am Ende von den 11 gezogenen Spielern mir so die Formation zusammenbasten und nicht, dass jetzt hier im ersten Tütchen, dass das der Keeper ist, zweites Tütchen ist das der Linksverteidiger, sondern ich darf mir am Ende halt von allen gezogenen Spielern, also nicht von allen gezogenen, sondern von den 11 gezogenen Spielern die Formation zusammenbasteln. Ja, und genau, das ist die neue Regel und ich habe Lust, 11 Tütchen sind hier am Start und wir beginnen gleich mal mit dem ersten Tütchen, Leute. Ihr könnt natürlich gleich mal ein Däumchen da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wer noch nicht Abonnent ist, kann mein Kanal auch kostenlos abonnieren. Wir starten, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Sticker richtig herumhalte, ich starte mal hier mit der 5. Die anderen Sticker gucke ich mir auch nochmal an, weil es immer lustig zu sehen, wen habe ich verpasst, wen hätte ich da im Team haben können. Genau, zweites Tütchen, dann nehme ich gleich mal im Gegenzug die 1. Ja, 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 nee, das, Leute, das waren eh nur schlechte bei. Und jetzt habe ich sicherlich schlecht gesagt zu Messi oder so. Das wär's, ne, Ronaldo und Messi verpasst in der Blind Draft Challenge. So, dann nehme ich mal die 2. Das sind die anderen Kollegen, die wir hier noch haben. So, nächstes Päckchen, Leute. Und bei diesem Wetter solche hier noch so ein T-Shirt um den Augen zu haben, Leute, man ist einfach, man schwitzt sehr, sehr schnell, ich sag's mal so. Genau. Und ich hoffe, es ist hier auch alles drauf bei der Kamera. Hier ist die Kamera. Das, ja, das müsste passen hier, ne? Das müsste passen. Nehmen wir mal die 4 mit. Nehmen wir mal die 4, du mit, ne? Ist ja klar. Ich glaube, wir sind jetzt beim 6. oder 7. Spieler. Die 5 nochmal. Es wird halt erst am Ende spannend. Wenn ich halt die Spieler sehe, dann wird es interessant, wie ich die Formation so hinbastel. Oder die anderen Spieler hier. Zack, zack. Und wenn ich halt einen Glitzersticker gezogen habe oder ein Mannschaftsfoto, darf ich mir von allen gezogenen Spielern halt welche aussuchen. Ist klar, die Regel gab es ja vorher schon und die wurde halt nicht angefasst. Die bleibt auch noch bestehen, so wie sie ist. Es wird sich hier nichts ändern. So, wie viel haben wir noch? 3 Tütchen, das heißt, wir sind jetzt beim linken Flügelspieler. Natürlich ist ja das jetzt hier der linke Flügelspieler nicht, aber wir sind rein theoretisch so, wenn man die alte Regel nimmt, beim linken Flügelspieler. Vorletztes Päckchen. Ich hoffe, es ist ein guter Stürmer dabei. Ich nehme nochmal die 4 hier und beim letzten nehme ich hier nochmal die Nummer 1. Ich nehme gleich die ersten hier, das sind die anderen. Zack, zack. Leute, jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt, wen wir so alles bekommen haben. So, ich sehe schon mal. Oh, ja, 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 ja. Das ist in Ordnung. Ich sehe einen Glitzersticker. Ich sehe einen. Alter. Okay, das ist sehr, sehr nice. Okay, 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 okay. So, wir haben auf jeden Fall im Kasten Thibaut Courtois. Da führt ja gar kein Weg vorbei. Dann haben wir Alderweireld als Verteidiger. Dann haben wir John Stones als Innenverteidiger. Das ist gut. Dann haben wir Sidi B als Links. Alter, wie gut war denn das heute, Alter? Ohne Witz, das ist die beste Blind Draft Challenge hier. Okay, im Sturm wird es ein bisschen. Muslera müssten wir als Rechtsverteidiger spielen lassen. Zielinski als ZM, das passt auch. Moreno als ZM. Genau, dann haben wir Brandt im linken Flügel. Mertens im Sturm. Und dann können wir uns noch ZOM und rechten Flügelspieler aussuchen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wen ich hier alles gezogen habe und quasi, ja, im Sinne so übersehen habe, ne? Thomas Müller. Oh, Neymar. Leute, Neymar müssen wir mitnehmen im rechten Flügel. Julian Brandt hatte ich zum zweiten Mal gezogen und ZOM. Und ZOM könnten wir ja Thomas Müller stellen. Oder ein Draxler. Oh, Marcelo war auch dabei. Holy moly, holy moly. Lewandowski. Ne, Leute, ich nehme Thomas Müller mit. Thomas Müller geht immer. Ganz klar. Thomas Müller geht immer. Thomas Müller ZOM und im rechten Flügel. Oder ich mache es andersherum.
Rand hier und Neymar über links. Leute, was ist das für eine geile Blindwaff-Aufstellung? Ohne Witz, ne? So gut war Blindwaff schon lange nicht. Ich würde sagen, mindestens 6 Punkte, 7 Punkte, wenn nicht sogar. Schreibt mal eure Bewertung unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Bewertung. Ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Und wir sehen uns.